Du wolltest in Firefox schon immer deinen Adblocker deaktivieren oder deinstallieren, dann bist du hier genau richtig. Schütte deinen Kaffee ein und genieße das Video. Ein Adblocker ist manchmal sogar sinnvoll zu deaktivieren oder zu löschen, weil Webseiten und Videobetreiber verdienen damit ihre Werbeeinnahmen und deswegen ist es manchmal auch sinnvoll, das Ganze zu deinstallieren oder zu löschen. Ich werde da jetzt mathematisch drauf eingehen und viel Spaß mit dem Video. Der einfachste und schnellste Schritt überhaupt, deinen Adblocker zu deinstallieren, ist, du gehst oben rechts auf die Leiste und machst einen Rechtsklick auf deinen Adblocker oder auf die Erweiterung, die du entfernen möchtest. Es wird sich jetzt ein neues Menü aufklappen und da gehst du jetzt auf Erweiterungen entfernen. Der Adblocker ist jetzt komplett entfernt. Willst du diesen aber deaktivieren, gehst du oben rechts auf die drei Striche. Das Anwendungsmenü wird sich jetzt aufklappen und du gehst unten auf Add-ons und Themes. Firefox wird jetzt ein neues Fenster öffnen, Erweiterung verwalten. Hier siehst du weiter rechts einen blauen Schiebregler. Den kannst du einmal anklicken, dann wird dein Plugin, die Erweiterung, deaktiviert oder aktiviert. Wenn du deine Erweiterung hier löschen möchtest, kannst du das auch tun, indem du rechts auf die drei Punkte klickst und auf Erweiterung entfernen. Wenn du weitere Probleme mit Firefox hast, dann bin ich dir im Kommentarbereich gerne behilflich. Hast du Probleme, bei Firefox deine Sprache zu ändern, dann klick jetzt oben auf die Infocard, auf das i. Über 98% der Zuschauer haben diesen Kanal nicht abonniert. Vergiss nicht zu liken und zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, ein fettes Dankeschön dafür.